weiß ich nicht. War da nicht was? Kümmerling? Kennst du nicht die Werbung von Kümmerling? Tobi, das ist Zinn, das ist Zinn. Was ist Zinn? Ach ja, ich muss mal. Ja, stimmt, wir sollten mal drauf. Oh, nice. So. Oh, hier ist noch mehr, glaube ich, Putzi. Ja, ja, das ist gut. Nehmt Zinn mit! So, vielen Dank nochmal, Zinn-Thoras. Oh. Dankeschön, Zinn-Thoras. Na, das, Dann sag ich auch nochmal los, vielen Dank. Das war wohl jetzt ein Bomb. Tobi, da oh, ist der. Hilfe! Da kommt im, ja, Tobi, du bist der Beschützer-Taub. Ja, der immer stirbt, toll. Gute Nacht, lass dich schlafen gehen. Zinn. Aua. Oh, da hinten schon wieder. Oh, Tobi, Mann. Jetzt krieg ich aber nicht auf die Schnauze. Hilfe! Ich krieg gleich Besuch. Ich muss es mal schalten, dass man bei mir, wenn ich Songs einspiele, die auch auf Discord hört, ne? Wie hört man die nicht, wenn du das machst? Nee, bei mir habe ich direkt über den Stream-PC ausgegeben. Ah. Und deswegen, ich höre die, aber die Zuschauer hören das, aber sonst jemand in Discord hört das nicht. Das wäre eh cool eigentlich, wenn Discord, wenn Discord oder Spotify so eine Funktion hat, dass man zusammen Musik hören kann und das wird von irgendwo weggesteuert. Weißt du, ich meine, das ist kein Problem mit dem Seeproblem oder so. Bist du wohl den Erik in Ruhe? Der muss vom Berg weg, Alter. Geil, danke. Oh, der hat zugehauen. Oh. Ja, ja. Der macht hey, Putzi? Ja. Ich bin nass. Er hat nicht gelacht, Madame. Jetzt, das geschieht ihm recht. Nass. Und diese. Du bist nass? Oh. Ja. Oh, das weiß ich, Tobi. Das sehe ich. Oh. Ich hab gesehen. So. Oh, eine Krähe. Und was sagt sie, Erik? Was will sie? Troll. Ist das eine. Nee, ist keine Troll. Ist das eine Trollhöhle? Nee, ne? Ah, Schätze unter der Erde. Überall in der 10. Welt existieren Höhlen und Dungeons. Monumente der Vergangenheit, die mit Reichtümern längst vergessener Zivilisationen gefüllt sind. Okay, wir haben Dungeon hier. Okay, nein. Ich komm, warte. Ja, dann lass doch rein, oder? Komm, Tobi. Ich hab so gut wie es geht alles Zinn mitgenommen. Habt ihr auch Zinn mitgenommen, oder? Nee, ja, wo? Wir kommen noch nicht dazu. Ich muss ganz kurz einen Dungeon markieren. Warte kurz. Haben wir da Zinn? Haben wir den schon markiert? Ah, den haben wir schon markiert, alles klar. Zinn ist halt so schwer. Ist Zinn? Wo ist denn Zinn? Ich finde keinen Zinn. Wo ist das? Zinn ist immer am Strand oder in Wassernähe und das ist so ganz. Da, wo die Feuersteine sind? Doch, hier ist dreimal Zinn. Guck mal hier. Wo bist du denn? Gibt schon auf Discord mit Musik, dass das alle. Oh, geile Pilze, warte. Was muss ich denn? Geile Pilze. Diese Steinchen oder was? Hier. Genau. Ah, okay. Und das ist aber super schwer. Das ist echt schwer. Also, ich bin fast voll schon. Ich habe 25 Zinn aber. So. Tobi, kannst du Zinn nehmen? Gleich, Tobi. Was kann ich machen? Zinn nehmen, weil. Ja, komm, gib mir. Tobi, hier. Oh, warte, Zinn, mal. Tobi, hier. Man kann bei Discord zusammen Musik hören über Spotty. Ich will das ja über mein Steam Deck laufen lassen. Da möchte ich gerne Samples einspielen, ja, die ich lokal liegen habe. Aber schön immer an die DMCA denken, ne, bitte. Ja, natürlich. Darum ging's. So, dass man das ist cool, wenn man irgendwie. Für den Stream, man macht Musik und jeder hört die. Genau. Oder die Spotify haben, hören die halt. Ne? So was weg. Genau, also wenn ich zum Beispiel Tobis Schwänzelied einspiele, dann, dass ich das auch über Discord. Dass die anderen das auch hören. So. Was wäre cool. Was war das denn? Danke, mein Magen war das. Oh. Ja, so ein bisschen kann ich noch. Aber in der Nähe ein bisschen. Da. Da ist noch 10. Hallo, Jungs. Oh, oh. Schmuck! So. Oh ja, Disteln sammeln, hast du recht, wäre sinnvoll. Was machen wir mit Disteln? Später Tränke. Hab ich nie gefunden. Disteln? Das sind diese glänzenden Dinger im Dunkelwald, das was so blau leuchtet. Alter, der Tobi wieder mit seinem fetten Hammer. Der macht aber nicht so viel Damage irgendwie, ne? Nee, aber der ballert die Viecher alle auseinander, das ist ganz gut. Macht AOE auch, oder? Ja, das stimmt. Für Gruppen. Stimmt, ja, das ist ganz nice, ja. Hier ist Zinn, bei mir ist nochmal Zinn. Geh öfter mal mit meinem Hammer in Gruppen. Zinn nehmen, einfach mal so Zinn nehmen. Also ich kann da kannst du mal mitnehmen, ich bin schon voll, was das angeht, aber ein paar Disteln kriege ich noch in die Tasche. Jetzt müssen wir genug Zinn eigentlich haben. Ne? Jetzt haben wir. So, schmeiß doch. Kriegen wir noch genug? Ich sammle mir mal wirklich ein paar Disteln. Das glaube ich ganz. Oh nein. Okay. Aber war hier nicht auf der Troll irgendwo in der Nähe? Oh, Blaubeeren. Alter, hier ist ganz viel. Oh, hier ist sehr viel Zinn. Das markiere ich mir mal auf der Karte. Hier ist sehr viel Zinn. Das für später gut. So, hier. Okay. Wir sollten mit der Karre wiederkommen irgendwann. Seid ihr noch da? Ja. Ja. Ihr seid so still, was ist denn los? Ist hochkonzentriert.
Habt ihr die Freuden der Arbeit, der ehrlichen Arbeit entdeckt? Was ist denn das hier? Ehrliche Arbeit oben. Nee, was ist das hier? Das ist so ein Loch hier oben. Ist das ein Dungeon? Ja, das kann sein. Oh, cool. Geh mal rein und guck mal. Nee. Alleine nicht. Hä? Ist das lustig? Bisschen schon. Okay. Aber ist auch nicht wild. Die können sich am Eingang kriegen dich nicht. Du kannst also ruhig reingucken. Wenn du eine kleine Treppe runter gehst, dann kriegen die dich. Da ist so viel Zinn, kommt zu meinem Herd. Ich hab auch schon markiert. Aber das sehen wir ja nicht. Ne? Ja, das stimmt. Aber für später, wir müssen mit dem Bollerwagen auf jeden Fall später, ne? Ja, das wollte ich. Wollte ja gleich. Aber wer ist denn das da hinten? Hat noch wer Platz im Inventar? 40 kann ich noch tragen. Ich hab fast nichts mehr, sorry. Tobi, komm mal zu mir kurz, vielleicht? Warte mal, wo bist du? Da unten bist du. Ich komme. Ah, da seid ihr. Hab ich hier markiert? Ja, das war genau das, was ich markiert habe. Nee, das da, Tobi. Ah, scheiße. Fuck, ich trag die Steine weg. Oh, die habe ich dir jetzt gegeben, glaube ich. Entschuldigung. Ja, egal. Hast du den 10 aufgenommen jetzt? Ich meine, ja. Ich habe jetzt 26 von 30 auf dem... Okay, also ich bin voll. Ich habe 295 und... geh mal wieder. Habt ihr alle Taschen voll mit Zinn? Ja, ich habe 265 von 30. Also ich kann noch ein bisschen was tragen. Ich habe auch noch einen Zinn. Oh! Diesen Blaubeeren sagt niemand. Okay. Wo sind Blaubeeren? Weg. In meinem Magen. So. Jetzt bin ich voll. Okay, so. Gut. Dann, jetzt gehen wir in den Dungeon oder was? Wir können ja nichts mehr tragen, das ist der Schwachsinn. Oh, ich kann nichts mehr tragen. Das macht keinen Sinn. Habt ihr vielleicht Steine im Inventar, die weghauen könnt? Nee. Haben wir schon alle schon weggehauen. Oh, das sind noch Disteln. Ich hab noch Zinn im Inventar, das kann ich wegschmeißen. Zu viel Holz. Das ist noch ein bisschen. Das ist nämlich sehr schwer. Kann noch was mitnehmen. liegt noch irgendwas rum? Kann ich's mitnehmen? Ja, Schmuck, komm mal her, komm mal her. So. Was hast du mir gesagt? Achso, ich heiße so. Hier war ich. Yeah. Yeah, Dankeschön. Jawohl. Was? Ja, da, bitte. Ja, yeah. Aber hast du noch Platz im Inventar? Ja, noch 24 Einheiten. Boah. Okay. Probier mal hier. Ja. Boah, Erik, was ist das hier? Was denn? Dieser Turm hier. Gibt's hier was? Ja, da ist. Ja, der ist schön, aber da ist nichts mehr drin. Den haben wir schon ausgeräumt, glaube ich. Okay, jetzt bist du aber voll, oder? Okay. Kaya. Ja, und mit Wasser. Jetzt perfekt. Okay. 300 von 300. Gut, dann können wir. Oder? Brauchen wir ein Floß, oder? Nicht euch, traue ich nimmer. Ein Floß? Habe ich Floß gehört? Ja, die wollen Floße kaufen. Oh Gott, Tobi. Floße, viele Floße. Ja. Arbeitsfloße. Arm- und Beinfloße. Gibt alles. So, okay, dann gehen wir wieder zurück, oder? Gehen wir wieder zurück. Das nächste Mal sollten wir wirklich mit dem Wägelchen vielleicht, ne, und so. Ja, komm mal. Gibt's das? Ja. Oh, geil. Ist das so? So ein Bollerwagen, gibt's das hier in dem Spiel? Ja, genau, den gibt's. Okay. Tobi, die Blaubeeren! Ich hab die doch mitgenommen. Achso. Okay. Dann machen wir vielleicht einen Wagen, ja, Kaya, gut. Und dann, dann machen wir einen Wagen. Nicht zurücklaufen? Das ist ein Spawner, da würde ich noch nicht hingehen. Das ist so ein Grauzwerge-Spawner. Ach du Heilige. Kann man super mit Feuerfallen erledigen. Also wir sollten jetzt eigentlich genug haben, glaube ich, für alles. So. Okay, oh, Zwiebel, Distel haben wir. 13. Ah, hier sind noch ein paar Distel, kann ich die ohne... Wenn du noch Platz hast, hast du Platz? Tatsächlich. Die wiegen ja nichts, ne? Ja, Kann ich noch mitnehmen. So. Das Beben und Vibrieren zwischendurch ist, wenn man irgendwo runterrutscht, zum Beispiel ein bisschen, dann wackelt die Welt so ein bisschen. Man weiß nicht genau, warum das auch macht. Hat nichts mit Troll zu tun, oder? Hallo. Das ist kein Troll, oder? Dieses Wackeln und Beben. Nee, das würde ich mir wünschen, dass die Trolle sich so ankündigen. Aber die schleichen ja an und ballern dir richtig eine rein. Wagen 10, Bronzenägel und Holz. Ja gut, das geht ja. Das ist ja easy. Ja, das kriegen wir hin. Super dann, easy. Da können wir sogar zwei Wegen machen. Oh, da ist ein Troll, Putzi! Oh, Kaya! Oh, Scheiße! Kaya, lauf! Fuck! Erik, Hilfe! Fuck! Wie kommen wir hier weg? Wir müssen da durch. Kämpf, Kaya, kämpf! Ich bin voll bepackt mit Zinn, ich kann nicht kämpfen. Komm, Kaya, wir kämpfen! Komm, mit Pfeilen, einfach mit Pfeilen. Mit Pfeilen. Einer hält Aggro, der andere ballert Pfeile rein. Aber können wir nicht gemobbt? Scheiße. Noch Günstlinge. Jetzt ist es mit euch hier. Jünglingen hier. Zack, okay, der ist weg. Kommt der nächste. Da auch noch. Trolle? Zwei? Oh, Alter.
Wo ist er? Da hinten irgendwo. Da, Kaya. Ich sehe ihn! Wollen wir den Platz machen, oder wie? Ja, das Ding ist ja... Ja, wir brauchen das Leder brauchen wir. Wir haben ja kein Inventar mehr. Ach, ja, das stimmt. Aber wir können die trotzdem später noch einsammeln. Oh, geil, Möhren. Dann müssen wir es markieren. Oh, oh, der ist aber schnell. Der ist aber verdammt schnell. Mit rein, Kaya! Kaya, Baum! Ich sehe die Keule einfach nur da hinten. Kaya! Fuck me! Kaya! Warte, warte. Alles klar. Kavallerie. Nix. Der ist so groß und ich treffe nix. So, jetzt. Oh. Oh, da hat er eine nice Frise, muss ich sagen. Vor allem am Arsch. Ja. Stimmt. Ist schon süßer. Oh, fuck, ich häng fest. Der hat mich voll erwischt. Das war genau hier im Baumstamm. Toll. Die Hälfte ist weg, Erik, ne? Ja, egal. Direkt am Streit. Warte, ich esse mal kurz was. Warte. Scheiße. Und jetzt so. Habe ich keinen Stamina mehr. Fuck. Nicht rennen, immer gehen und vor allen Dingen, wir könnten gut Elk hier aktivieren hier. Warte mal. Stimmt, ja. Warte. Was können wir aktivieren? Achso, ja. Erik, das war zu weit weg. Ich hab's nicht bekommen. Oh nein, oh nein. Oha! Ui. Warte. Putzi? Ja, ja. Danke, ihr das. Oh, Daubi! Oh, Alter! Daubi, du bist fast tot, Daubi! So, warte. Daubi, dein Herz schmerzt. Yes, Sir. So geht sehr das. Geil. Ja, yeah. Nein! Oh, nein. Das blöde Schwein! Boah, Alter, was hat denn der für eine fette... Okay, Trolltrophäe, hat noch jemand Platz? Ich hab das Fleisch mitgenommen. So, ich hab ein bisschen Trollleder also mitgenommen. Ich hatte auch kein Trollleder. Okay, super. Drei Trollleder habe ich. Sehr gut. Wir müssen unbedingt mal ein paar Trolle jagen, ne? Boah, das war echt knapp. Ja, unbedingt. Ich hatte noch 2 HP gehabt. Krass. Nice. Tobi, du hast es gut gemacht. Ja. Hast mit den Zähnen gebremst, habe ich gesehen, gell? Was ist das hier? Ist das auch nochmal eine Höhle? Das ist ein Dungeon. Das ist ein Dungeon. Da können wir theoretisch rein, aber wir haben jetzt alle Taschen voll. Lohnt sich nicht. Ja, ich meine, wir können es markieren auf der Karte, ne? Hab ich schon. Ey, Alle Schuhe gemacht. Ist ja krass, Erik. Guck mal, liegt da noch was vom Troll? Ist das noch was? Oder ist das nur ein Stab? Hat Stein? Er den Kopf mitgenommen vom Troll? Ja, oder? Ja. Okay, okay. Und, ja. Dann gehen wir nach oben jetzt in unsere Villa Kunterbund und dann. Machen wir's. Trolle mache ich keine Feuerpfeile. Trolle mache ich normal. Also die Feuersteinpfeile. Die sind weil die halt nichts aus. Die machen 27 Damage. Und die Feuerpfeile machen nur 11 Damage und fügen dann mit Glück genug Feuerschaden zu. Aber wenn der Troll im Wasser ist oder es regnet, dann bringen die Feuerpfeile viel weniger. Aber es ist schon, also wenn ich jetzt mir vorstelle, dass man das alleine spielt, ist es schon hart, ne? Also ist schon nicht einfach. Ist herausfordernder. Aber das macht doch den Reiz aus. Das stimmt. Und es wird ja auch leichter, je stärker die Rüstung wird, glaube ich. Das Problem ist nur später, ne, wie wir das gerade im Singleplayer das Problem haben, wenn da steht, die Erde bebt und dann greifen mehrere Trolle auf einmal deine Heimat an. Da wird es dann kritisch. Das kann passieren? Das passiert? Ja, das passiert. Oh Gott. Aber die hauen dir doch deine Base einfach komplett zu Klump. Du musst dich nicht die hauen. Ja. Aber die hauen die auf die Base oder? Die hauen auch auf die Base, ja. Und das heißt, du musst erstmal die Aggro holen von allen, musst sie abholen und dann musst sie am besten weglocken. Das ist ja schrecklich. Ja, das ist nicht so gut. Aber man kann Mauern bauen, ne? Also dass man quasi so eine eigene Festung baut und dann. Ja, was ja. Genau, sag das geht. Sag das mal den Troll, dass du eine Mauer hast, ne? Also. Oder mach ich halt einfach 4 Mauern. Ja, gut, das geht. Aber Mauern kostet halt sau viel Steine. Ja, okay. Ich hab. Irgendwie musste ich gerade an die Horde Rent denken und ich habe damals nur Horde angefangen wegen dem Lied. Oh, okay. Das finde ich irgendwie süß. Ja. Achso. Kann es sein, dass der Server heute irgendwie komische Pings hat? Ja, der leckt zwischendrin immer mal ein bisschen. Ja. Oh, Gabe, Dankeschön, Gabe mit Gabe. Dankeschön. Vielen Dank. Du hast Gabe bei dir. So. Ah. So, dann nach oben. Wie lange macht der noch? Erik macht er bis 11.30 Uhr? Nee, ich mache heute nicht so lange. Ich wollte gerade sagen, ich werde auch nicht allzu lange heute machen. Ja. Nee, ich auch. Muss mal so ein halbes Stündchen noch oder so und dann werde ich auch Feierabend machen. Wie lang? Hast du gesagt? So ein halbes Stündchen, denke ich mal noch. Oh. Ich glaube, das schaffe ich nicht mehr. Wo ist denn... Schläfst du jetzt schon, Kaya? Was sagst du? Schläfst du jetzt schon? Ich bin ja der Älteste hier, ne? Ja, das ist richtig. Gott sei Dank. Ja. Das kann ich ganz beruhigt sagen. Das war's. Mehr kommt nicht mehr. Das war der einzige Satz. Oh, okay. Okay, gut. Den Rest hast du vergessen.
Der Kaya schläft eigentlich schon und hat einfach Q aktiviert, dass er dauerhaft Richtung Base zurückläuft. So. Ich hau alle schon in den Ofen rein. Oh, ein Wildschwein. Oh, direkt vor meiner Nase, habe ich gar nicht gesehen. So. Okay, und so ein Schwein hier, das wird immer mehr, ne? Okay, super. Okay. Wir sind zu Hause. Ja. Endlich. Könntest du ja eigentlich auch schon hochkommen. Okay. Was, Mann, wieso ist der Mensch nicht ausgerüstet? Das gibt's doch gar nicht. Wo muss das hin, Ernst? Wo muss ich das hinpacken? Oh. Ach, der Ofen ist schon voll. Eigentlich ein Ofen, aber der ist schon voll. Leckt hier schön rum. Der Ofen weiß auch nicht, wann Schluss ist, wa? Immer weiter rein. Also, der ist so gierig, ne? Der ist so gierig. Naja, ekelhaft. Wollt ihr eine Bronze-Sachen machen? So Bronze-Rüstung oder sowas? Oder Skip? Bronze-Rüstung. Also ich habe im Singleplayer-Spielstand mache ich keine Bronze-Rüstung, sondern habe ich Troll-Rüstung, weil die viel leichter ist einfach. Dann verbrauchst du nicht so viel Ausdauer bei den ganzen Sachen. Ja, aber das ist, glaube ich, eine Sache, wie man es lieber mag. So. Zack. So. Auf was gehen wir denn? Habt ihr eine Idee dann? Also. Niki, Dankeschön, Niki. Vielen Dank. Dankeschön. Du haariger Mann. Hey. Kann ich eine Troll-Trophäe mal machen? Willst du die irgendwo aufhängen? Ja, gerne. Ich würde das gerne mal sehen. Wo denn? Da geht's ja wieder ums. Zeig mal, Erik, wo kann ich das denn machen? Der Eingangsbereich hier bietet sich doch quasi an, oder? Vorne, da oben oder was? Also ganz oben würde ich, glaube ich, den Hirsch aufhängen, draußen im Haus, ne? Und dann? Aber hier so, hier, guck mal, in die Mitte von so einem X, über den Kamin. Hier oben, okay, wie geht das? Was muss ich da machen? Weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht. Kann man das überhaupt schon? Ich glaube schon. Ich glaube, ab den Nägeln kann man das, oder? Wir können einen Amboss machen sogar. Ey, was alles gibt hier? Ja, ich gucke mal. Ich hab's noch nie gemacht. Ist das bei Bauen? Nee. Möbel, verschiedenes. Ich glaube, da fehlt uns noch irgendwas, ne? Chat, weiß es wer? Ich glaube, da fehlt uns noch irgendwas. Ich bin nicht sicher. Ich wollte es im Singleplayer immer mal machen, aber. Ach, wir brauchen Edelholz dafür. Dafür brauchen wir eine bessere. Was? Ach so, Tobi, mach die Fackel aus. Die Schweine sind sauer. Oh, immer noch? Ja, die werden immer aggro mit Feuer. Was ich aber doof finde, ich finde, wenn die getamed sind, sollten die keine Angst mehr vor Feuer haben. Dann können wir hier nie Feuer oder Licht im Haus anmachen? Das ist ja bescheuert. Doch. Das geht schon. So, kann ich die... Wie geht das denn jetzt? Kann ich die beruhigen? Wer kennt sie nicht, die Tiere, die bei Feuer aggressiv werden? So. So. Schade, geht noch nicht anscheinend. Okay. Bringt es was, eine Bronze... Axt zu machen? Kann man damit dann mehr Bäume fällen? Bessere Bäume fällen? Ja. Irgendwann. Und zwar auch eben dieses Feinholz für die Wandhalter. Ah. Okay. Dann legst du auf dem Feuer. Ich will nicht das ziehen und das alles wasten, weil das ist halt sehr kostbar. Deswegen würde ich sagen, machen wir das irgendwie koordiniert, sodass wir alle das Gleiche haben oder so. Genau, dass wir vernünftige Sachen auch machen und nicht irgendwas. Weil das stimmt. Rihanna, dankeschön. Die echte übrigens. Rihanna, vielen Dank. Dankeschön. Sehr lieb. Wo schmeißt man das? Also ich hab was mit Kim Kardashian und du mit Rihanna, oder was? Wir kennen uns nur. Wir spielen öfter WoW. Punkt. Ich frage mich wirklich, wie viele Promis national, international, anonym irgendwelche Mordgames zocken. Bestimmt einige, oder? Würde ich echt gerne mal wissen. Ich glaube, bekannt war es Bushido, glaube ich. Der hat ja WoW gespielt. Ja. Das wusste man lange Zeit. Aber. Ja. Aber hieß er auch Bushido Ingame oder was? Ich weiß nicht. Kennst du wen, der irgendwas privat spielt? Wen Diesel spielt Pen and Paper, lese ich gerade. Was? Echt? Pen and Paper? Was? Kann ich auch nicht. Was jetzt? Das war ein Auge. Ark hat ja auf jeden Fall gespielt, soweit ich weiß. Vin Diesel hat Ark gesuchtet. Deswegen ist er ja auch im Neuen da dabei, glaube ich. Ja, ne? Das macht 10. Genau. Okay. So, ich guck mal kurz, ob die Schweine ausrasten, wenn ich hier ein Feuer hinbaue. Oh, dieser Supermann zockt privat. Henry Cavill. Oh, wusste ich nicht. Ja, der zockt ohne Ende. Der hat auch Witcher gespielt ohne Ende. Der ist großer Fan, deswegen wollte der unbedingt die Rolle haben. Ach, cool. So ging das. Okay. Und dieser Kaya Jana, der hat früher auch so Comedy gemacht, der spielt auch auf Twitch. Kaya Pflaume, war das der von Nur die Liebe zählt? Ja, genau. Ach, Jesus. Kaya Taylor, der mit diesem Pferdeschwanz? Genau, der immer headbangt am Anfang von seinem Programm.
Ja. Ah. Man, ja, man, ich habe auch einen Pferdeschwanz, aber es hat nichts mit der Frisur zu tun. Komm, den nehmen wir noch mit um die Uhrzeit, oder? Ja, ah, siehst du, bei Schwanzwitzen ist hier keine Stille, siehst du? Nee, der ganze Chat freut sich. Ja, endlich hat er was gesagt. Du musst dein Programm anpassen, Kaya. Ja. Ich fürchte auch. Die Pimmelwitze. Oh Mann. Steht hier Vin Diesel, okay. Bushido, Hammer. Und Rihanna noch, vielen Dank. Nur mit dem Singen klappt's nicht. Ronda Rousey, wer ist das denn? Kenne ich nicht. Ronda Rousey, doch, das ist eine MMA-Fighterin. Ronda Rousey, das ist schön ausgesprochen. Ronda Rousey. Ronda Rousey. Ronda Rousey. Damit habe ich auch bewiesen, dass ich sie wirklich nicht kenne. Ich weiß nicht. Es ist aber doof, in dem blöden Schwein, dass sie kein Licht wollen. Ja, finde ich gerade auch ein bisschen störend. Ich wollte mal ganz kurz gucken. Gucken, was sie zu einem Flammenwerfer sagen, mit der Kruste dann am Ende. Was? Oh, was? 11 von 10 im Schmelzofen. Wie geht das denn? Ja, Serverlag. Haben wir noch Steine irgendwo? In irgendeiner Kiste hatten wir noch, ja. Ah, hab, alles gut. Hab. Hast du Hunger? Hab. Esst hier noch was? Also bei, wenn ich nach dem Stream oder eigentlich werde ich hier so viel Hunger. Esst hier noch was oder geht's hier gleich schlafen jetzt? Nee. Ich muss auf jeden Fall noch was essen. Ja. Er ist denn Sascha Grey. Sascha wer? Sascha Grey. Oh. Ich kenne Sascha Grey. Ich kenne Dorian Grey. Nee. Das ist eine ehemalige Porno-Darstellerin, aber ja, die streamt jetzt auch. Die streamt glaube ich auch, ne? Genau. Ja. Jetzt weiß ich. Da ist eine Dame. Okay, die Schweine kreischen. Das funktioniert, glaube ich, nicht so gut, ne? Die werden wild. Jeder, der im Chat lacht, weiß, wer das ist. Ja, ihr Schweindel, ihr. So. Ja. Mila Kunis hat früher auch WoW gezockt. Stimmt, und Snoop Dogg spielt ja viel. So okay, wir müssen die Schweine irgendwann mal umlagern, glaube ich, ne? Auf dem Grill, ja. Auch, ja. Ja, okay, das ist doof. Die sind zu nah dran. Okay, Kaya läuft gegen Stein. Ah, was? Alles gut, nee, bei dir? Hier. Ja, wieso? Ach Mann, ich hab schon wieder Q gedrückt, Mann. Das gibt's doch gar nicht. Wieso muss Q auch direkt neben B sein? Du willst doch nur skillen hier, sag's ruhig. Geht das? Warte, ich versuch's mal. Warte. Fillisher Day? Ja, da gut, das ist bekannt. Ich wusste eher nicht, dass sie in Supernatural war, die Fillisher Day. Ich kenne ihn nur aus der Gilde damals, aber die hat schon immer gespielt, auf jeden Fall. Kenne ich gar nicht. Stimmt, Jack Black streamt auch. Spielen viele, ne? Also Jack Black hat Red Dead Redemption mal. Habe ich da auf YouTube gesehen, ja. Genau. Viele, sehr, sehr viele. Ja. Habt ihr gehört, dass jetzt gab es kurz letztens so einen Aufschrei, ich weiß nicht genau, worum es geht, aber es ging darum, dass da war so ein Dude, der hat so ein Deepfake-Gesicht als Tom Cruise gemacht und das auf TikTok gestellt. Und das war so täuschend echt. So, ach, das mit der Münze oder was das war, ne? Genau, mit dieser Münze, dass Leute wirklich geglaubt haben, dass es halt und es gibt, jetzt gibt es halt dieses Problem, was im Raum steht, dass das einmal zu real sein könnte oder bereits schon ist, sodass man damit wirklich Leuten schaden kann und Politikern, dass man halt deren Gesicht auf sein eigenes projiziert und dann irgendwelchen Blödsinn macht. Finde ich auch eine interessante. Wobei das Problem in dem Fall, glaube ich, aber gar nicht mal die Software wäre, sondern das Problem sind die Leute, die nicht hinterfragen, ist der das wirklich? Sondern es ist, glaube ich, das Problem sind die Leute, die auf Twitter sofort rausballern, der ist das. Putzi, ja, wahrscheinlich. Vielen Dank, Putzi. Danke. Also glaube ich. Ja, glaube ich zumindest. Ne? Vielen Dank, Putzi. Hat Putzi bei dir gesagt? Dank, Putzi. Donated, ja, Putzi hat bei mir gespendet gerade. Putzi hat bei mir gespendet. Alles, was bei mir reinkommt, geht fertig raus. Immer. So. Ach, so läuft das hier. Das läuft hier. Kapuzenwurm einfach. Steht im Arbeitsvertrag, steht das. So, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ja, wir müssen alle unsere Donations, die wir so gekriegt haben im Stream, alle dann am Ende immer beim Erik streamen. Deswegen streamt ihr auch immer am längsten. Ja. Richtig, das ist der Plan. Wenn keiner mehr zuguckt, dann schieben die jetzt alle einfach rein mit Fake-Namen. Ist alles abgesprochen. So. Ach, herrlich. Lena Maja Landrut, stimmt. Mit der habe ich ja zusammen mal Evil Within gespielt. Da habe ich sogar gefilmt. Da war ich sogar dabei. Ja. Das war hat sie wirklich gespielt oder war das so Promo-Move? Ein bisschen. Also, sie spielt auch selber, hat sie auch ein bisschen erzählt, was sie so alles gezockt hat. Ich weiß inzwischen nicht mehr, ist ein bisschen her. Und ich habe ihr dann auch natürlich den Controller in die Hand gedrückt und habe mich dann schön zurückgelehnt und mal zugeguckt.
Und konnte sie was? Oder sie war das so? Gespielt. Ich glaube, sie hat besser gespielt als ich. Okay, das war auch nicht also schwer, war das ne? For real. Und nicht so wie ich in der ESO-Taverne. Du hast auch besser gespielt, aber du hast ja mit ESO-Erfahrung natürlich. Das war ein Witz, war alles gut. Natürlich. Spielst du noch ESO? Ehrlich gesagt, nein, momentan nicht. Ja. Ich komme gar nicht dazu. Mir fehlt die Zeit. Ich komme wirklich nicht dazu. Ich komme nicht zu Fallout 76, nicht zu ESO. Bei Fallout 76 gab es unfassbar viele Änderungen, ne? Unfassbar viele. Liegt aber auch daran, dass du jetzt sehr viel streamst, ne? Es geht, zweimal also die Woche. Nicht, das heißt nicht zweimal zu viel, sondern du bist jetzt bist aber gut dabei. Und zweimal die Woche so. Ja, okay, das ist ja noch super easy. Harlekin, danke schön, Harlekin, vielen Dank. Dann zocke ich auch noch privat. Nee, spielst du privat? Achso, Harlekin. Alle Spiele, die ich nicht streamen würde, wie zum Beispiel Civilization 6. Oder hier, ich habe Slay the Spire, das ist ein Kartenspiel. Ich glaube, das würde im Stream keine Sau interessieren. Aber das kannst du mit dem Stream spielen. Gronkh, vielen Dank. Slay the Spire? Ja, da gibt es eine Twitch-Integration. What? Ja. Das spielen super viele Leute im Stream. Weil da kannst du die Leute entscheiden lassen dann, was passiert und sowas im Stream. Also das machen super viele. Wie, was soll die denn entscheiden? Ich weiß es nicht, die Karten oder irgendwie, ich kenne mich da, ich habe das Spiel auch nicht gespielt, aber das gibt's wirklich. Ist das so? Ja. Ah ja, stimmt, Smudo spielt auch, stimmt. Das stimmt. Krass. Sehr, sehr viele Spiele, also auf jeden Fall, ja, also warum auch nicht halt, ne? Gaming ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Gaming ist auch sehr weit verbreitet mittlerweile. Ich meine, vergleich mal die Umsätze von den ganzen Firmen mit vor 15 Jahren oder so. Krass. Ja. Also. Ja. Gaming, ist das ein Chinese? Gaming, ja. Aber stimmt, wie ernst, also wie es am Anfang belächelt worden ist. Ich meine, ich war ja genau, ne? Also ich glaube, am Anfang wurde es sehr belächelt und wie ernst man es jetzt nimmt, ne? Gaming, genau. Naja, ist wirklich so. Ich glaube, nachdem man gemerkt hat, dass die Production Value, sagen wir auf Deutsch, dass die Produktionskosten für Games einfach viel, viel höher und größer sind als für Kino- und Hollywood-Filme. Ja. Oh ja, das kann sein. Das ist tatsächlich, das hat mich auch überrascht, schon seit Jahren so. Einfach viel mehr Geld drin, also in der Produktion, verdienen wahrscheinlich auch, als Kinofilm. Vor allem jetzt momentan. Ich glaube, Kino macht gerade nicht so viel Umsatz. Also, ja, schwierig. Tut mir aber auch immer leid. Das stimmt allerdings. Mir nicht, so. Weil mir keiner mehr einen Kinofilm anbietet. Boah. Ich hasse euch alle. Ja, warte mal, die suchen doch bestimmt bald für Kartoffelsalat 4 irgendwie für Schauspieler, oder? Da habe ich mich beworben oder auch nicht genommen. Oh, okay, Kaya, dann ist wirklich der Zug abgefahren. Tut mir leid. Oh. Das ist hart. Das aber mit Palem kann man immer schön spielen. Ja, also. Hast du Kohle, Erik? Kohle? Millionen, Putzi. Na, gib her. Gib her. Ich hab leider keine Kohle. Also, Erik hat jetzt verloren, das habe ich nicht verstanden. Weil mein Essen ist gerade ausgelaufen. Achso. Nee, mein Essen ist ausgelaufen. Ich gehe gerade nochmal ganz kurz pinkeln, ich bin gleich wieder da. Ich muss nochmal schnell Pipi machen. Die Cola treibt. Schlechte Spiele. Also, das tut mir sehr leid für dich, aber ich glaube, dann hängst du vielleicht noch zu sehr in der Vergangenheit fest. Ja. Es kommen so viele und so gute Spiele raus, so ewig viele. Also, ich komme aber nicht mehr hinterher. Das ist so. Kann ich jetzt auch nicht. Das ist so wie bei Bands, bei Musikgruppen, die, wenn sie groß sind, dann hört man sie nicht mehr, weil sie jetzt bekannt sind. Ja, also, genau. So. Das ist so, wenn die klein sind, so, oh ja, die haben jeden Support verdient. Ich wünschte mir, das würden viel mehr Leute hören. Dann hören viel mehr Leute das. Ja, die sind jetzt Mainstream geworden. Mainstream. So. Hä? Oder Comedians gucke ich mir nur an, solange sie irgendwie Kleinkünstler sind. Aber nein, jetzt sind sie kommerziell geworden. Ja, genau. Schwierig. Ich wünsche ihm jeden Erfolg der Welt. Jetzt hat Erfolg, der Penner. Kommerziell geworden. Ja, jetzt ist er nicht mehr mein Geheimtipp. Ja. So. Erik. Gehen wir da hin. Warte mal kurz. Wichtig ist übrigens, ganz unabhängig davon, wenn ihr im Chat anfangt, Leute zu beleidigen, dann werdet ihr gebannt. So, das wollte ich mal ganz kurz sagen. So, weil ich gerade wieder einen erwischt habe. Was hat er denn gegen mich gesagt? Das ist völlig egal und ich weiß auch nicht, ob das gegen dich war. Also, so. Gut, wenn ich mich selbst beleidige, ja gut, dann ist es berechtigt. Das kannst du machen. Genau, das ist völlig okay. So. Ich muss mich langsam verabschieden, Leute. Was, nee, warum? Wo gehst du noch hin? Nee.
Also, wo gehst du hin? Ins Bett. Ist das Bühnenprogramm zu Ende für heute, oder was? Hast du nicht mehr weitere Witze geskriptet für heute? Leider nicht. So. Ich habe ja letztens, Freitag habe ich das erste Mal Devour gespielt. Alter, oder Devour oder wie ist es? Ja, Alter. Wir haben 9 Ziegen, wie viel hast du geschafft, Erik? Was? 9? Wie habt ihr 9 Ziegen geschafft? Neun haben wir geschafft. Und dann ich, Vollidiot, hab's verkackt. Weil da waren alle, waren halt halb tot, ne? Und ich dachte, ich muss noch einen Sanitätskoffer finden. Und ich hatte die ganze Zeit einen in der Hand. Oh. Und dann einen zu heilen, hat die Tante mich einfach platt gemacht. Und das war's dann. Sonst hätten wir eventuell die 10. auch noch geschafft. Das